Willkommen meine lieben Schweißtechnikfreunde im HDB Schweißshop. Viele von euch haben mich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen einem Trafo-Schweißgerät und einem Inverter-Schweißgerät? Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Bevor wir mit dem Vergleich beginnen, uns die Schweißergebnisse ansehen, Vor- und Nachteile aufzählen, würde ich gerne die beiden Maschinen aufmachen und euch das Funktionsprinzip so eines Schweißgerätes, eines Trafo-Schweißgerätes und eines Inverter-Schweißgerätes versuchen zu erklären. Wir haben das Seitenblech der Mira, der Trafo-Maschine, entfernt. So können wir ins Innere hineinschauen. Das ist die einfachste Art der Umwandlung von meinem Netzstrom in den Schweißstrom. Schauen wir uns die wichtigsten Punkte dieses Systems genauer an. Das wichtigste Bauteil in unserem System, der Transformator, der macht nichts anderes, wie den hohen Netzstrom in niedrige Schweißspannung umzuwandeln. Mit der Niedrigspannung aus unserem Trafo können wir noch nicht optimal schweißen. Dafür gibt es noch einen Gleichrichter. Der macht nichts anderes, wie aus unserem Wechselstrom wandelt er mir den Gleichstrom um. Und der dritte Punkt ist unsere Glättungsdrossel. Die sorgt dafür, dass die Restwelligkeit aus unserem Gleichrichter entfernt wird und wir dadurch besser schweißen können. Unsere einfache Trafo-Maschine hat auch eine einfache Steuerung. Es gibt zwei wichtige Punkte. Einmal der Stufenschalter, womit ich mehr Leistung schalten kann. Das ermöglicht, dass ich mehr Wicklungen auf meinem Trafo dazugeschaltet bekomme. Als nächstes haben wir unseren Drehgeber für den Drahtvorschub. Damit kann ich mehr Draht geben oder weniger. Suche meine passende Stufe, gebe den Draht dazu und kann beginnen. Die Nachteile dieser Einstellungen, quasi wir können nicht stufenlos verstellen. Dazu kommen wir gleich. Wie ist ein Inverter aufgebaut? Ich habe dazu die Picomic 180 Puls gewählt, auch mit 230 Volt. Wir haben das Seitenblech entfernt. Leider können wir nicht viel erkennen. Die Hauptplatine ermöglicht leider nicht den Einblick. Dazu gibt es die Blockgrafik. Da könnt ihr erkennen die wesentlichen Bauteile eines Inverters. Was wir hier zu sagen, Inverter ist natürlich ganz anders aufgebaut wie eine Trafo-Maschine. Wir müssen uns das so vorstellen, unser Strom aus dem Netz wird am Anfang gleichgerichtet und dann durch das Ein- und Ausschalten mit den Transistoren in kurze Stücke zerhackt. Das passiert in einer Taktfrequenz von bis zu 100.000 Hertz. Zum Vergleich, eine Trafo hat 50, 60 Hertz, also das ist ein Riesenunterschied. Und diese Aufteilung ist notwendig, damit der Strom transformiert werden kann. Dadurch entsteht Wechselstrom mit bestimmter Frequenz. Diese wird dann gleichgerichtet und durch eine Drossel geglättet. Der wichtige Vorteil eines Inverters ist die Steuerung. Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten. Durch die Elektronik, durch die moderne Technik haben wir hier eine synergische Steuerung. Was macht die möglich? Das habe ich ja in vielen Videos schon gezeigt. Wir geben unsere Wunschparameter ein, Materialstärke, alle anderen Parameter, zieht sich die Maschine automatisch. Eine Synergie, wichtig wäre noch zu sagen, dass wir das Ganze hier stufenlos verstellen können, von 5 Ampere bis 180 Ampere. Und das sind große Vorteile eines Inverters. Jetzt wollen wir unsere beiden Systeme gegeneinander vergleichen, mit beiden Systemen schweißen. Wir fangen mit der Trafo-Maschine an. Zum Schluss werden wir das Ganze mit dem Inverter-System machen. Ich werde in beiden Schweißgeräten 0,8er Schweißdraht verwenden. Unsere passende Schutzgasflasche CO2-Argon-Mix 18% mit Durchflussmenge 10 Liter. Arbeitssicherheit ist natürlich ganz wichtig. Handschuhe, Automatikhelm, die Rauchgase sollen abgesaugt werden. Ich habe Stahlbleche vorbereitet und nun beginnen wir mit dem Schweißen. Ich bin soweit fertig mit meinem Schweißergebnis. Ich hatte 2 mm Stahlbleche, ich habe eine Überlappnaht geschweißt. Die Problematik, die hier bei der Trafo-Maschine steht, ihr habt ja gesehen, ihr habt ja gehört, relativ viele Spritzer, der Funkenflug, das ist natürlich nicht so optimal, ist aber nun mal so bei den Trafo-Maschinen. Du kannst dich zwar da optimal einstellen und das wird besser, aber du hast letztendlich immer Spritzer. Wichtig wäre noch zu sagen, bei dieser Steuerung, für den Anfänger ist es schwieriger. Ich als erfahrener Schweißer weiß schon ungefähr, mit welcher Stufe und mit welchem Drahtvorschub ich anfangen muss. Deswegen habe ich das Ganze auf Schaltstufe 4 gestellt bei 0,8er Draht und Drahtvorschub auf 7. Dann habe ich gemerkt, bei meinem ersten Versuch, zu wenig Energie. Also bin ich mit der Stufe hochgegangen, habe den Drahtvorschub auf 7 stehen lassen. Dann habe ich festgestellt, Energie passt, aber zu wenig Draht. Also mein drittes perfektes Ergebnis war dann letztendlich Stufe 5, Drahtvorschub auf 8 und dann hat das geklappt. Thank you.
wir haben mit der Picomic geschweißt, mit unserem Invertersystem. Am Anfang habt ihr gesehen, beim Heften gab es trotzdem Funken, aber beim Schweißen habt ihr gesehen, gab es fast kaum Spritzer. Man sieht hier auch auf dem Blech, ich habe überhaupt keine Spritzer. Die Qualität der Naht ist wesentlich besser. Und was wichtig zu sagen wäre an der Stelle, beim ersten Versuch hat es direkt geklappt. Ich habe der Maschine gesagt, bitte Job Nummer 6, Impulsschweißverfahren, Materialstärke 2,2 mm und einfach stechend geschweißt. Wir sind soweit fertig, unsere Schweißergebnisse sind absolut in Ordnung. Man kann mit beiden Systemen sehr gut Stahl schweißen. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen der Trafomaschine, unsere Mira 151. Der größte Vorteil ist der preisliche Faktor. Diese Systeme sind wesentlich günstiger als Invertersysteme. Der zweite Faktor wäre, wir haben hier längere Garantiezeiten. Wir haben bei so einer Trafomaschine, da die hier einfach aufgebaut ist, bis zu 5 Jahre Herstellergarantie. Auf der anderen Seite gibt es Nachteile. Man sieht alleine die Bauform. Das Ganze ist schwerer und größer. Wir haben bei 151 Ampere Lichtstrom wesentlich geringe Einschaltdauer. Du kannst nicht sehr lange hohe Ströme damit schweißen. Plus die ganzen Funktionen. Du bist hier etwas eingeschränkter. Kommen wir nun zu unserem Invertersystem, die Picomic 180 Puls. Diese Maschine hat sehr viele Vorteile. Ich habe in zahlreichen Videos schon die Funktionen dieses Inverters gezeigt. Wir haben ja unter anderem Wick-Funktion, Impulsfunktion, synergische Steuerung, die dem Anfänger das Ganze einfach macht. Es gibt Jobs für Alu-Schweißen, Chrom-Nickel-Stahl-Schweißen. Du sagst einfach der Maschine, was du machen möchtest und hast von Anfang an als Anfänger schon ein gutes Ergebnis. Also es ist eine große Hilfe. Die Nachteile, dass diese Maschine bis zu 30-40% teurer sind im Verhältnis zu einer Trafo-Maschine. Das war's schon. Mehr Nachteile gibt es da nicht. Sorry. Ich hoffe, mein Beitrag hilft dir bei der Suche nach deinem passenden Schweißgerät. Ich wünsche dir was. Bis dahin. Ciao.